tolle Stimmung und man kommt halt zusammen und sieht Leute wieder. Ja, wir waren früher immer, als wir klein waren hier, deswegen einfach für die Tradition, weil es Spaß macht, Leute zu treffen und einfach ein anderes Feeling ist als zu Hause. Ja gut, weil die Stimmung hier halt besser ist wie daheim auf dem Sofa alleine. Dass man rauskommt und Freunde und Familie sich zusammen das Spiel anschauen kann. Die Mühlacker Fußballfans haben Glück gehabt. Unwetterfrei konnten sie beim Public Viewing auf dem Kelterplatz das Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark verfolgen. Tipp 3-0. 2-1. 2-0, 3-0 oder 3-1? Ja, knackiges 4-1 für Deutschland. Dieser Tipp zum Spielausgang war dann doch etwas hochgegriffen. Am Ende bejubelten die Fans auf dem Kelterplatz einen 2-0-Sieg, mit dem sich die deutsche Nationalmannschaft den Einzug ins Viertelfinale sicherte. Nach einer ersten Halbzeit mit nicht gegebenem Tor für Deutschland und Unwetterunterbrechung im Dortmunder Signal Iduna Park. Ja, ein bisschen schade, aber hoffentlich geht es bald weiter. Ja, klar, wir hoffen, dass es einfach bald weitergeht. Wenn nicht, machen wir das Beste draus. Also ich finde, da geht schon das Menschenleben vor und muss natürlich schon drauf Rücksicht nehmen. Ja. Verständlich, wenn man die Bilder so sieht. Am Ende bejubelten die Fans auf dem Kelterplatz, dass das Achtelfinalspiel nach der wetterbedingten Zwangspause spannend weitergeht und die deutsche Nationalmannschaft sich bei der Heim-EM ins Viertelfinale gespielt hat. Wir finden es super. Richtig schön. Wir lieben die Stimmung. Die Stimmung ist voll cool.